Masseur-Shop, was ich online geordert hatte. Und da habe ich gedacht, hey, dann mal mein kleines Unboxing. Ich habe ein paar Sachen bestellt, aber nur aufgrund dessen, da ich hier in der Nähe keinen Asialaden habe und ich keine Lust hatte, 30 Kilometer zu fahren für einen Asialaden. Denn wie jeder im Moment essen wir auch Ramen-Nudeln und die bekommt man beim Rewe leider überhaupt nicht mehr. Ich hatte vor einem halben Jahr schon mal Ramen gekauft, die hatte ich noch und hatte jetzt das letzte Mal immer für 4 Euro eine Packung bei Amazon bestellt. Ich habe gedacht, so muss ich das Geld auch nicht mit vollen Händen rauswerfen. Deswegen war der Ursprung der Bestellung meiner Ramen-Nudeln. Aber wie gesagt, das Paket kam gerade und ich möchte euch gerne zeigen, was ich gekauft habe. Also ein kleiner Haul oder ein kleines Unboxing. So, ich habe die Kiste schon aufgezogen, damit es nicht so raschelt gleich. Und wir fangen mal an. Ich habe mir als erstes, ich weiß, das gibt es überall, damit sich aber auch mit dem Versand ein bisschen lohnt. So. Ich sage euch mal schnell die Sorte. Das habe ich schon vor 100 Jahren getrunken. Da gab es das noch beim Didi. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich immer noch beim Didi. Da sind so Brocken drin und ich liebe das. Gesagt, ich weiß nicht, ob es
ich für meinen Mann, ich trinke ein Bier, ich kann nicht mal, ich kann es überhaupt nicht ab, habe ich für meinen Mann. Das hat 5% Alkohol. Ich hoffe, es schmeckt. Nächste. Dann habe ich eine Megaflasche Sojasauce geholt. Entschuldigung, ich muss eben selbst beim Schlafen. Aber das ist halt nichts im Vergleich zum Preis beim Rewe. Da kosten die ein Vermögen. Die war so scharf, ich habe eine Nudel eine gegessen und habe gedacht, ich muss sterben vor Sodbrennen. Und dann habe ich den Rest meinem Sohn gegeben, der konnte es auch nicht essen, dann mussten wir es wegschmeißen. Jetzt habe ich noch 4 Päckchen, weil ich 5 gekauft habe, weil ich es auch arm toll finde. Und ich glaube, die wird keiner essen können. Aber da kann man ja die Nudeln an sich verwenden und die Soße muss man ja dann nicht essen. Also das war... Also wir können das nicht essen. Und dann habe ich im Internet gelesen, dass das die schwächste Sorte ist. Wie stark sind dann das die anderen? Wie scharf? Also ich kann es nicht. So, weiter. So, das sind die Rahmennudeln, die ich gekauft habe. Und da habe ich 6 Päckchen davon gekauft. Die hole ich jetzt nicht alle raus. Die ersten, die ich hatte, das waren so breite. Die habe ich aber leider nie mehr bekommen.
essen. Kilometer zu fahren, da kann ich auch in 6 € Versandkosten bezahlen.